Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Stefan und ich freue mich, dass du wieder mit am Start bist. Der Herbst hat angefangen und alles färbt sich so langsam draußen in richtig tolle Farben. Und ich möchte dir heute mal zeigen, wie du in Photoshop diesen Herbsteffekt sogar noch ein bisschen verstärken kannst, beziehungsweise auch auf Bilder anwenden kannst, die vielleicht noch relativ grün aussehen von der Natur aus. Und das geht richtig, richtig schnell. Wie das genau funktioniert, zeige ich dir in diesem Video. Viel Spaß! Ich habe mir jetzt ein Foto geöffnet von einer Hochzeit, die ich mal geschossen habe. Das war, glaube ich, im August. Und trotzdem lagen hier schon so ein paar Blätter unten, die gefärbt waren. Also das sah schon so ein bisschen nach Herbst aus. Und deswegen habe ich mir jetzt mal überlegt, wie könnte das Bild eigentlich aussehen, wenn wir mal so richtige Herbststimmung daraus machen. Das heißt, wenn wir die ganzen Bäume hier mal so ein bisschen einfärben. Und genau diesen Herbstlook möchte ich dir jetzt mal zeigen, wie ich den anlege. Dazu gehe ich hier einmal in die Korrekturenpalette rein, werde dann mir hier die Kanalmixer-Ebene auswählen. Und diese Kanalmixer-Ebenen, also diese ganzen Korrekturebenen, bekommen ja hier auch immer direkt eine Ebenenmaske mit dazu. Die werden wir später vielleicht auch nochmal brauchen. Aber ich werde jetzt hier erstmal anfangen, die Rot-, Grün- und Blau-Werte zu verändern. Das Rot schiebe ich jetzt hier mal auf 0%. Das Grün packe ich auf plus 200% und die Blau-Werte, die packe ich auf minus 100. Und dann siehst du schon, sieht das Ganze doch schon wesentlich mehr nach Herbst aus. Ja, machen wir hier mal genau minus 100, dann haben wir es genau richtig. Das sieht jetzt schon wesentlich besser nach Herbst aus. Wir können jetzt hier die Ebenenmischmethode noch auf Aufhellen stellen. Aber ich finde es insgesamt immer noch ein bisschen zu doll. Deswegen kannst du jetzt hier jederzeit natürlich auch die Deckkraft verringern von dieser Kanalmixer-Ebene. Ich würde sie jetzt mal so auf 65% ungefähr stellen. Das sieht doch soweit schon mal ganz gut aus. Jetzt werden wahrscheinlich einige kommen und sagen, naja, aber Moment, der Rasen, der würde ja niemals so gelb werden, auch nicht im Herbst. Und genau deswegen haben wir jetzt die Maskenminiatur hier. Die kann ich jetzt hier einmal anwählen. Und dann nehme ich mir hier ein Verlaufswerkzeug mit schwarzer Vordergrundfarbe. Und ich habe jetzt hier die Deckkraft schon mal auf 50% gestellt. Das heißt, ich nehme den Effekt jetzt nicht komplett raus, sondern ich blende ihn nur zu 50% ein. Und wenn ich jetzt mit gedrückter Shift-Taste hier von unten nach oben einmal reinziehe, dann nehme ich quasi mit der schwarzen Vordergrundfarbe hier diesen Effekt, dieses Herbstliche, so ein bisschen raus. Nach oben hin softe ich diesen Effekt so ein bisschen ab. Du siehst es jetzt hier auch in der Miniatur, dass wir jetzt hier so ein bisschen grau mit reingemalt haben. Und dann sieht das Ganze auch wesentlich realistischer aus. Jetzt kann ich den Look noch so ein bisschen verfeinern. Ich gehe nochmal in die Korrekturenpalette rein, werde mir jetzt vielleicht noch ein bisschen Kontrast aufbauen. Dazu nehme ich mir mal eine Schwarz-Weiß-Ebene und stelle diese Schwarz-Weiß-Ebene hier auf weiches Licht. Ja, auch hier müsste ich jetzt die Deckkraft wieder ein bisschen runterstellen, weil mir der Effekt zu doll ist. Den packe ich vielleicht mal so auf 55% ungefähr. Und wenn ich jetzt mal einen Vorher-Nachher-Vergleich machen möchte, dann muss ich hier einfach nur einmal einen Klick auf das Augensymbol von der Hintergrundebene machen und dabei die Options- oder Alt-Taste drücken. Dann blende ich nämlich alle Korrekturen-Ebenen bzw. alle Ebenen generell aus, die über dieser Hintergrundebene liegen. Und damit habe ich immer einen schönen Vorher-Nachher-Effekt. So sah es vorher aus, ja, relativ grün alles noch. So sieht es jetzt aus. Mit wesentlich besserer Herbststimmung. Das war's schon wieder mit diesem Video. Du hast gesehen, es geht richtig, richtig schnell und dafür braucht man wirklich nicht viel Zeit. Vielleicht hier und da noch ein bisschen maskieren, falls du es irgendwo nicht brauchst oder ein bisschen mehr brauchst. Aber ansonsten, wie gesagt, ein, zwei Minuten maximal. Ich möchte dich in diesem Video auch noch darauf hinweisen, dass aktuell der sogenannte 5-Day-Deal läuft. Vielleicht kennst du das Projekt schon, wenn du in einigen Foto-Communities unterwegs bist, denn es wird dafür im Moment ja sehr viel Werbung gemacht. Der 5-Day-Deal ist ein Projekt, wo sich alle namhaften Fotografen so aus der Fotobranche treffen, so international gesehen zumindest, und da ein richtig großes Paket schnüren. Insgesamt gibt es über 38 Videotrainings, es gibt Preset Bundles, es gibt von Softwareherstellern Software mit dazu. Dieses ganze Bundle hat einen Wert von fast 3000 Dollar und in diesen 5 Tagen wird es für 89 Dollar verkauft. Richtig cool. Unter dem Video gibt es einen Link, wo du das Ganze finden kannst. Das ist ein Affiliate-Link. Das bedeutet, du unterstützt auch mich ein bisschen damit, denn ich bekomme auch eine kleine Provision, falls du dieses Bundle kaufst. Und zusätzlich gibt es auch noch etwas für Charity-Projekte. Das heißt, 10% von jedem Verkauf werden gespendet an verschiedene
verschiedene Projekte und das finde ich richtig klasse am Ende. Also schau es dir auf jeden Fall mal an. Da ist super viel mit dabei, was richtig hochwertig ist und ich kann es dir nur empfehlen. Ansonsten wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß beim Fotografieren, Bildbearbeiten und so weiter. Komm gut in den Herbst rein und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.